Etwas Stärkeres als das? Ja, Mutter Erde. Angriff mit welchen mächtigen Windstößen? Schnelligkeit. Wer ist eigentlich so gemein zu mir gewesen? Ziehe ich einfach mal deine Psy-Energie. Weil ich es gern. So, du hast jetzt erstmal Auszeit. No Psy-Energie für dich anymore. Ertränkung! Was ziemlich viel Schaden macht. Aquaschlag! Wieso habt ihr Wasser? Garrett! Ivan! Und er ist nicht mehr versiegelt. 6. Du hast auch 6. Komm, Hitzewelle. Du paralysierst ihn mal und was machst du? Ja, was machst du denn? Was machst du denn? Einfach ein bisschen mal wieder durchheilen. Heilen, heilen, heilen. Hitzewelle in your face. Und es steht immer noch. Ja, kriegst du eben halt Feuerbälle. Bereit zur Beschwörung. Na komm, verbinde dich mal. Oho. Na komm, hauen wir Procne raus. Hauen wir Procne raus. Du kannst das bisschen von Garrett heilen. Und Procne! Luna Laser! Oh, Procne ist so ein wunderschöner Vogel. Apropos Vogel. Ja, meiner schläft gerade auf dem Schrank. Na, Tini. Immer nur am Schlafen. Und er steht immer noch. And he's still standing. Gibt's doch nicht. Dafür gibt's erstmal einen Ragnarök. Lebenswasser gefunden. Juhu. Das ist 9 und das ist 6. Na, geben. Erstmal hier hoch. Ne? Warte, stopp, halt. Fröstelein!
Ah! Stehe genau an der Truhe dran. 888! Das kann ich nur von da verschieben. Für den oberen muss ich hier wieder sein. Da geht's raus, ne? Ja. Jetzt muss ich überlegen. Das erstarre. Jetzt schon. Da müsste ich dann wieder rausgehen. Einmal schmelzen. Bitte, Dankeschön. Ein kleines schönes Rätsel. So, jetzt nicht. Runterspringen, Isaac. Brave Isaac. Der Priesterring. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kann Geralt verfluchte Dinge tragen. Ohne die Nebeneffekte unterlegen zu sein. Also, dass er dann hin und wieder nicht angreift und ich stand nicht nah genug dran. Hebt die Wirkung eines Fluchs auf. Anlegen. Was hast du dafür jetzt eigentlich abgelegt? An. Regen. Gedöns. Hast du wohl eingetragen? Das ist mein Inventar sortieren. Ach, du hast auch noch ein Elixier. Gib das mal an wem anderen weiter. Ja, ihn. Nicht anlegen. Ich muss erstmal vergleichen, welche von beiden besser ist. Oder ich mache das kurz vor dem Boss. Ja. Spoiler, es gibt hier einen Boss. Wer hätte es erwartet? Ist ja nicht so, als gibt es in jedem Dungeon einen Boss in diesem Spiel, ne? Cerberus, was machst du denn hier? Solltest du nicht das Höllenportal zum Tartarus bewachen, hä? Uff. Guck ich erstmal, für was der so anfällig ist. Was ist das denn für so eine Schwäche? Auf jeden Fall kein Wasser. Kein Wind. Auch keine Erde. Feuer! Warum das denn? Im Tartarus ist doch voll die Lava, ne? Also in der Unterwelt. Verstehe nur dieses Hündchen.
ich noch irgendwas Lähmendes? Paralysiert. Hat ein Cerberus nicht eigentlich drei Köpfe? Wo ist der dritte hin? Obwohl, jetzt kämpfen wir eigentlich praktisch 4 gegen 4, weil jeder, ne, auf jeder Seite stehen 4 Köpfe. Versammelt. Kann man das so sagen? Auf jeder Seite stehen 4 Köpfe versammelt? Egal, das hat ziemlich weh getan. Todesschrei. Ich möchte aber nicht sterben. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnelligkeit. KP stehlen. Dann hast du hier immer mit Auszeit. Verteidigung. PP auffüllen. Attacke. So. Also ich hätte ja gerne eine Limo gehabt als ein Sprudel. Wenigstens ist es kein Tafelwasser. Der Effekt von Fackel ist irgendwie geil. Nicht mehr gelähmt. Oh nein! Ihr könnt ihr es wagen! Angriff mit Gift. Kann ich ihn auch vergiften dann? Gute alte Kiesel. Stein. Ach komm. Schnelligkeit. Sichtvernebel. Das ist doch auch immer was Schönes. Oder etwa nicht? Also ich meine, dass das was Schönes ist. Wenn man es auf Gegner anwendet und nichts man selber es bekommt. Kiesel! Doppelzahn. Aua, beißt ihr mich einfach? Ey, lass meine Heilerin in Ruhe. Der Schluckauf kommt wieder in mir hoch. Oh, Knackerchen. Das gefällt mir aber gar nicht. Komm hier, stehle KP. Reduziert Schaden. Windstößen. Wind. Das himmlische Kind. Möchtest du irgendjemanden die Psynergie vielleicht versiegeln? Also ich wäre ja dafür. Wer weiß, womit dieses böse Etwas gleich ankommt. Wie viele Ebenen hat dieses Dungeon-Gedöns eigentlich nochmal? Zu viele Chicken. Zu viele. Meteor. Falsch. Hab ich jetzt Meteor mit? Gericht! Meteor. Tor. Ne, Reide. Wie Mia nur ihre Zweierbeschwörung machen darf. Voll unfair. Nur weil sie dann, wenn 3 Djinns Standby sind, ihre Heilzauber auf alle verliert. Beziehungsweise, wenn nicht genügend Djinns mit ihr verbunden sind, hat sie ihre Heilung auf alle nicht mehr. So rum muss man das ja sagen. Ah, dieses Blitzgewitter. Wunderschön, ne? Linderung. Siegel ist gebrochen. Böse. Nicht einfach so heilen.